Die vor kurzem aus dem Gefängnis ausgebrochene Dominik Gregori ist wieder in Haft. Durch die Mithilfe von Carsten Stahl und dem Amazing Marcel Davis konnte die schurkensüchtige Domme wieder inhaftiert werden. Das ist wie dieser verrückte Kerl, den sie vor 15 Jahren eingesperrt haben. Der hatte auch irgend so einen komischen Namen. Wie hieß der noch? Tanzverbot? Ach ja. Yo Leute. Double Peace. Dieser Domme. Deren Leben werde ich sowas von destroyen. Domme. Ich zerstöre dein Leben. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, was ist das denn für ein hässliches Teil? Also, das würde da viel besser hier reinpassen, wenn das so ein kleiner Würfel wäre. Ich weiß ganz genau, wie Gewalt anfängt, wo es anfängt und wie es enden kann. Aber Gewalt erzeugt nur eins, richtig? Hättest du zuschlagen müssen, wenn der dich nicht geschlagen hätte? Nö. Du willst gerne im Mittelpunkt stehen. Du möchtest gerne hier die Führung haben. Und durch dein Verhalten manipulierst du andere. Weißt du, Gewalt entsteht nicht einfach so. Ich hole jetzt nicht einfach aus und knall dir ein paar. Sondern es passiert was. Sag was. Genau. Und jetzt geht's mir um dich. Domme. Einfach nur Domme. Mir ist ganz wichtig. Was möchtest du, was ich hier verbessern sollte? Und schau bitte nur mich an. Konzentriere dich nur auf mich. Keine Ahnung. Das ist, die sagt irgendwie, das ist psychisch und... Ich gehe doch nicht in eine Klapse oder so, ich bin doch nicht irre. Ja, so weit sind wir doch noch gar nicht. So weit sind wir doch noch gar nicht. Nur ein starker Mensch kann die Schwachen unterstützen. Und eine Pfeife, der macht die Schwachen fertig. Du bist dir sicher auch bewusst, dass du auch Fehler machst. Guck mal, und genau darum geht es doch jetzt. Mann, es reicht mir jetzt. Ich will Schokolade. Was willst du? Schokolade. Du willst kämpfen. Nein, ich will Schokolade. Du willst was gewinnen. Ja, Schokolade. Das ist alles richtig, was du sagst. Was könntest du jetzt tun, was dein Herz dir schon lange sagt? Da muss ich wohl in die Offensive gehen. Ich hefte dich nicht an deinen Stuhl. Das bringt gar nichts. Wo sind die alle? Boah, der soll sich mal nicht so anstellen. Ich hab den doch gar nicht richtig getroffen. Boah, was ist das denn für ein hässliches Teil? Jetzt auch mal wieder ein bisschen gepimpt werden, wa? So machen wir das doch einfach mal. Mega Pief. Ach du Scheiße, der fährt mich um! Oh mein Gott! Ich stich dich ab! Bam, Alter! Ich hoffe, das war ein Move, der euch richtig fickt wird, Alter. So. Und ich denk mal einfach so... Digga! This is life, this is the lifestyle of my business, in the boom, 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 the business. Guck dir diese Faust an, weißt du, wie die wehtun würde in bestimmten Mischungen? So ein ungesunder, fetter Mensch, grenzt ihn aus, das System akzeptiert ihn nicht. Und jetzt hat er mich an der Backe. Ich will Schokolade! Du, oh, du machst mich so aggressiv. Die Förmchen, die sind ja eigentlich für Kuchen und für Törtchen. Aber naja, gut, mit Schoki wird das wohl auch gehen. So dämlich bin ich nicht, denn ich bin Ernährungsexperte. Da geht die eine dreisterweise zu der Schlange hin, obwohl die ganz genau verdammt gemacht. Oh mein Gott. Bis hier aus diesem Zahn hier, aus dem Zahnfleisch, das fällt dann einfach ab und dann fließt da Blut raus. Wisst ihr, was ich meine? Voila. Komm her, du Wichser! Rausgucken! Was ist Folter? Karate gemacht, also jetzt reicht hier verdammt nochmal, wenn ich schon wieder was anderes unterstellen will. Da musst du dann halt ein bisschen mehr körperlichen Einsatz machen. Ich
Wo ist meine Community? Wo ist meine Community, wenn man sie braucht? Mann, wieso seid ihr alle ab? Jetzt gibt's gleich so ein Theater, wenn die dieses Chaos sieht. Mein Gott, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Dominik wird jetzt erschossen. Los! YouTuber Lifestyle. Mann, jetzt ein solcher Wichser! Das hat der doofe Wichser jetzt davon. Los.